Einen extra guten Morgen an alle Zuschauer, die das heutige JFD-Devisenradar morgen nicht gesehen haben. Gar nicht so wild. Wir wollen uns ja jetzt hier auch nicht den Währungen widmen, sondern vielmehr dem DAX, dem beliebtesten Underlying hier in deutschen und europäischen Kreisen. Der DAX, der zeigt sich ja sichtlich schwach, muss man sagen. Sehr, sehr schwach auf der Brust. Kaum ist das Thema Griechenland wieder ein Stück weit nach hinten gerückt. Wenngleich es hier natürlich auch wieder die wildesten Spekulationen gibt, ist es aber so, dass wir ja in dieser Woche die FED-Sitzung haben und da rücken schon wieder Zinsängste ins Visier, dann wieder Enttäuschung über Quartalszahlen, dann wieder Hohei, Johai. Alles ein Stück weit tricky zurzeit. Letztlich hat der DAX ein Fauxpas sich geleistet. Vor dem Hintergrund, wir hatten in der letzten Woche auch den S&P 500 uns angeschaut, der ein Stück weit so eine Art Dreifach-Top ausbildet und das ist charttechnisch sehr, sehr unschön für alle Bullen, denn wenn sich das umsetzt, dann geht es hier noch mal eine ganze Strecke nach unten. Und wir waren eigentlich ein Stück weit zuversichtlich in Sachen fallender Kurse. Das hat sich allerdings gewandelt im Zuge der starken Bewegung, die wir hier im Sinne der Griechenland-Entspannung gesehen hatten. Hier nochmal zum DAX im Stundenchart. Das Ganze führte hier Anfang Juli zu einem wirklich starken Momentum, der dem DAX hier eigentlich auch grundsätzlich weiteres Aufwärtspotenzial verlieh vielmehr. Und jetzt sind wir hier im Stundenchart unterwegs und schauen nochmal auf den DAX, der ja am Freitags verpasste, hier nach oben auszubrechen. Das war schon mal unschön. Er ist hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals geblieben, beziehungsweise hat sich dann auch nach unten orientiert und hier im grauen Pfeil hat er sich tatsächlich für den Plan B entschieden, also hier weiter nach unten zurückzusetzen und das hier bis in den außerbörslichen Handel sogar bis deutlich unter die Marke von 11.300 Punkten. Also das war, oder bis zur Marke von 11.300 Punkten vielmehr. Und das war schon sehr, sehr unschön im Freitagsgeschäft. Also die starken Abgaben hier zum Handelsschluss in den USA und insbesondere dann auch nachbörslich hier in der Indikation beim DAX ist hier charttechnisch schon ein schweres Brett gewesen für den heutigen Auftakt. Und genauso war es ja. Der DAX ist ja leicht schwächer schon in den Markt gekommen und hat hier jetzt dann nochmal so richtige Schelten bekommen und ist hier weiter nach unten abgerutscht. Und das ist jetzt charttechnisch wirklich eine grenzwertige Situation. Neben dem, dass der S&P 500 hier ja das Dreifach-Top, und das werden wir uns heute Abend genauer anschauen, liebe Zuschauer, 1945 schon mal notieren. Da gehen wir auf den S&P 500 nochmal in graziöser Montur ein, sozusagen. Den werden wir uns dann mal ein Stück weit genauer anschauen. Nachher kommt noch was zur Apple-Aktie auch nicht uninteressant, was da sozusagen passiert, aber dazu später mehr. Jetzt hier vielmehr mal den DAX in den Fokus genommen. Der ist hier deutlich auf Abwägen und eben hier signifikant unter 11.300 Punkte gefallen und es gibt hier nicht mehr viel Support. Ja, muss sogar hier frühere Supportzone ein Stück weit anpassen. Da sind wir jetzt nahezu rangelaufen, aber sehr, sehr tragfähig ist das nicht, was wir hier sehen. Ich mache direkt nochmal ein Stück weit weg. Das heißt, der DAX hat hier schon ein paar Scherben hinterlassen, die sich jetzt hier noch weiter nach unten auflösen könnten, will ich mal viel mehr sagen. Also der DAX hat hier durchaus das Potenzial, auch noch weiter zurückzusinken. Und das wird auch sehr, sehr deutlich, wenn man hier, Moment, jetzt muss ich mal kurz den Metatrader noch mal justieren, den ich Ihnen dann gleich noch mal zum DAX zeigen möchte. Der will aber gerade nicht. Wir gehen dann aber gleich mal auf den Tageschart vom DAX ein. Gut, MetaTrader mag gerade nicht, ist aber nicht so wild. Wir bleiben mal hier im Guidance Desk und sehen jetzt hier aktuell am Unterstützungsbereich, hier zwischengeschalteter Unterstützungsbereich 11.180 Punkte, weil wir hier sozusagen immer wieder Price Action Zones hatten, die man hier durchaus als Unterstützung ansehen kann. Das ist hier aber für mich jetzt aktuell nur ein korrektiver Move, den der DAX hier vollzieht. Insofern ist davon auszugehen, dass hier eine weitere Schwäche Einzug hält, denn wir sind auch aus diesem zunächst bullisch wirkenden Trendkanal, aus diesem bullisch wirkenden Abwärtstrendkanal auch in Art einer bullischen Flagge jetzt nach unten rausgebrochen. Und ja, das ist summa summarum eine sehr negative Entwicklung. Euro hingegen auch wieder im Aufwind. Sie können sich hier an die Korrelation erinnern. Euro-US-Dollar wird nachher auch nochmal beim JFD Live Trading TV im Fokus stehen, separat nochmal, um hier mal auszuloten, wie sich das noch auswirken könnte. Letztlich hier zum DAX auf Tagesbasis, sicherlich für den einen oder anderen Swing Trader auch interessant. Wie gesagt, Hochs blieben aus. Wir haben es nicht geschafft, hier wieder reinzulaufen über das Niveau von 11.550 Punkte. Die Box ist sozusagen jetzt nach unten verlassen worden und das ist natürlich alles in der Summe jetzt hier ein Ergebnis, was den Markt jetzt hier sicherlich belastet und auch weiter belasten könnte, denn der DAX hat hier neben den Tagen der Verluste hier auch jetzt diesen Trendkanal, beziehungsweise hier diese projizierte Trendlinie,
wieder nach unten gecrossed, nach unten eingelaufen, ist nach unten eingelaufen und hat hier sozusagen jetzt diesen Ausbruch, den wir hier sehr, sehr dynamisch gesehen haben, von Mitte Juli, eben jetzt hier schon wieder ganz schön relativiert und wir sind auch unter das 38er Fibonacci-Level zurückgefallen. Also hier diese, in Anführungszeichen, ein Drittel Korrektur ist jetzt schon hinfällig und mit diesem Eintauchen unter die Abwärtstrendlinie, mit dem Rücklauf unter das 38er Fibo-Level stehen hier wirklich die Risiken im Raum, dass wir hier zunächst nochmal die 11.000 120, 11.085, zumindest hier dieses Niveau hier sehen, um dann hier nochmal eine Art Pullback zu starten. Also kurzfristig sollte man weitere Verluste einkalkulieren, die sich im Worst Case auch sogar noch weiter zuspitzen könnten beim DAX. Also hier auf aktuellem Niveau unterhalb von 11.3, selbst wenn wir jetzt noch intraday ein Stück weit Erholungsversuche sehen, scheint mir die Marke von 11.100, 11.085 kaum vermeidbar, um dann hier möglicherweise auch das Level von 11.950 anzusteuern. Es kann auch alles hier wesentlich schneller gehen. Also die Pfeile kann man auch durchaus ein Stück weit rüberziehen. Wir haben ja hier Ausverkaufsstimmung im asiatischen Markt auch schon gesehen. Das ist hier sicherlich ein Stück weit drückend. Und wie ich eingangs sagte, die Fed-Sitzung. Die Spekulation, Zinsanhebung in den USA. Man spricht schon wieder, die Weltwirtschaft schwächelt. USA hebt trotzdem die Leitzinsen an. Das ist alles ein Cocktail, den der Markt gar nicht so recht mag. Nachdem es eben hier immer Zuversicht wieder gab, drückt eben jetzt die Zinsanhebungsfantasie wieder in den Markt. Und das ist in Anführungszeichen zunächst erstmal Gift. Sozusagen Liquiditätsentzug und das mag der Markt sozusagen gar nicht. Deswegen rechne ich eigentlich für den weiteren Wochenverlauf mit einer fortwährenden Schwäche, dies solange der DAX unterhalb von 11.400 Punkten bleibt. Da wäre es schon wieder ein Stück weit Hoffnung, wenn er das schafft, hier wieder rüber rauszugehen. Sehe ich allerdings, wie gesagt, eher untergeordnet als Chance für steigende Preise. Hier bleibt eher der Plan B die Aufwärtsoption und vielmehr Plan A präferiert hier weitere Rücksetzer, die hier durchaus bis in den Bereich von unter 11.000 Punkte führen könnten. Dann muss man mal die Situation wiedermals bewerten. Das könnte dann dazu führen, dass natürlich dann hier am Mittwoch die Fed ordentlich in das Horn der Liquidität bläst und alle Ängste vernichtet. Dann kann der DAX auch hier ganz schnell wieder umkehren. Aber bis dato rechne ich hier eigentlich eher mit Zurückhaltung von den Marktteilnehmern, um Ihnen jetzt hier abschließend nochmal die Saisonalität vom DAX auch aufzuführen. Sie sehen hier, das ist auch kein Geheimnis, aber die Sommermonate eher zäh, eher schwach, um dann hier im September bis in den Oktober in einen förmlichen eine Ausverkaufsorgie zu sehen. Das heißt, das Größte könnte uns hier noch bevorstehen und das passt auch ganz gut zusammen vor dem Hintergrund, dass es ja Spekulationen gab, die Fed würde im September die Zinsen anheben. Wenn das dabei bleiben sollte, es wurde ja immer wieder spekuliert, nach hinten geschoben, Anfang 2016, aber September 2016 stand ja nach wie vor relativ fix im Raum und wenn das hier zutrifft, dann haben wir hier im September sicherlich noch weitere Verluste vor uns. Und der DAX jetzt rein technisch gesehen, wie gesagt, schwach, schwach, schwach. Die Rücksetzer waren legitim. Die Freitagsschwäche war zu stark. Insofern sollten sich die Rücksetzer jetzt weiter fortsetzen. Der DAX hat es nicht geschafft, sich bei 11.350, 11.400 zu stabilisieren. Das hätte er tun müssen. Dann hätten wir hier sicherlich nochmal einen Aufwärtsimpuls sehen können. Dazu kam es nicht. Also Plan der weiterfallenden Preise jetzt erstmal zu favorisieren und dann schauen wir mal, wie die Woche hier noch weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall bei JFD Live Trading TV begutachten, hier immer wieder in den Fokus nehmen. Wenn Sie mögen, klar, folgen Sie unserem Desktop, bleiben Sie drauf, wenn die Sendung läuft. Ansonsten gibt es das natürlich dann auch immer im YouTube-Channel nochmal im Nachgang. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Vormittag noch. Nachher, wie gesagt, Euro-US-Dollar und S&P 500 gibt es dann nochmal am späteren Abend. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen guten und erfolgreichen Handelstag, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.